Platz. Oh, ich Kann ich bin auch Dritte. einladen, dann musst du Aber nicht kein noch zwei von der Decke. Nuklear, um Gottes Willen. Habe ich nicht. Red Cap. Ja, Entschuldigung. So, warum bin ich jetzt eigentlich Brite? Wollen wir wohl Fese spielen im Was? Spiel Brite? Dann mache ich das. Du bist im falschen Hä, Spiel. was? Du bist nicht bei mir im Spiel. Wir sind nicht die Ich Nummer lade dich mal ein. 1140. Nein. Ich bin mit meinem richtigen Account drin. Hä? Ich hab doch mit Passwort wie eben eingeloggt. Wie viele haben denn das gleiche Passwort wie du? Was war Nee, das denn? ich glaube, das hat irgendwie, manchmal spackt ein bisschen die Lobby. Da springst du auf einmal in ein anderes Spiel rein. Wow, Spiel Wehrmacht? Also ich habe ja noch gar nichts gemacht. Wie sollte das jetzt ein bisschen Also jemand das Ding ist besser halt, dass ich mir passen, so ne? schon scheiße spiele, weil ich überhaupt nicht spiele, aber wer macht, das wird gar nichts mit meiner Klickrate heute. Überhaupt nichts. Also du meinst, dass wir so viel schwächer als wir sind, das glaube ich zwar jetzt nicht, aber da können wir es so machen. Hey, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich starte, ne? Wir können jetzt gerne diskutieren, wie wir das machen. Also Ja, keine Ahnung, wenn... was Hacker kann Ich jetzt. kann nur Amerikaner und das auch mehr schlecht als recht. Hey. Ja, dann machen wir das halt so, passt schon. Ich krieg das irgendwie Tut hin. mir leid. Ja, Also, Medikus, ja, ist ist es halt. dir lieber, wenn ich auch Wehrmacht oder PE spiele? Was Wallpoint du Duck besser spielen oder eine kannst. andere Map? Point to Hook. Dann Ja, mal. lass doch ruhig. Okay. Ich mache alles auf Zufall. Warum muss ich jetzt snipen? Oh. Musst nicht snipen. Ja, aber du snipest doch sowieso. Muss ich schon snipen. Ich snipe nur, wenn der wieder anfängt mit seinen 4, 5, 6, 7, 8 Grenz. Wir können uns darauf einigen, dass er einfach genug Fuel lässt, dann glaube ich nicht. Was sind das hier für Was? Abmachungen? So, dann würde ich euch ziehen. Ja, das wäre super. Danke. Um Gottes Willen, Wehrmacht. Ich weiß nicht, wie lange ich keine Wehrmacht mehr gespielt habe. Und selbst dann war das schon fragwürdig. Ja, das wird bestimmt spitze. Auf jeden Fall. Ja, kann gar nichts schief gehen. Kannst du mir einen Heal-Bunker in die Mitte bauen? Gleich. Klasse. Du. Ach, den brauchst du nicht. Ja, jetzt hast du schon angefangen. Du musst auf jeden Fall direkt in die Mitte kappen und unten an dem Fluss kappen, also am Ufer. Aber kapp den noch zu Ende, jetzt wo du schon angefangen hast. Ich kapp die Backline halt für uns. Also, wir wollen diesen Punkt früh kappen, damit die den nicht bekommen normalerweise. Ist direkt der zweite Punkt, ja. Und viel, eventuell da ein Headquarter gleich rein. Eventuell. Es kommt drauf an, wie die Spielsituation ist. Und guck, dass deine Grenze um meinem G bitte laufen. Ich habe das eben so ein bisschen beobachtet. Du bist immer so deine eigenen Aktionen gegangen. Du musst um das Wehrmacht im G laufen. Ja, ich Wenn versuch's. jemand flankt, drückst du Rechtsklick auf den. Und dann direkt unten an die Küste bitte. Wir brauchen die Ressourcen unten hinter die beiden Zehner. Wir versuchen einfach die Mitte jetzt zu halten und da kommt schon der erste Freund. Holla. Hagar. Einfach auf den Kappen dann schießen, wenn er mehr Schaden. Warum kappt der nicht? Ich bin so ein Noob. Ja, da kommt halt gleich der Rifle mit dazu, müsste zumindest. Dann kann ich das allein hier halt eigentlich auch nicht mehr halten. Jojo, noch klappt ja keiner. Aber für gewöhnlich ist es besser, wenn du in die grüne Deckung gehst oder sowas. Ach, scheiße. Dass man so auf Abstand bleibt. Das sieht gut Kostet aus. auch ja die Schüsse nichts. Ich habe jetzt das MG. Also, wenn ein Rifle kommt, dann beerdige ich den. Da ist er. Ich flank den. Der ist jetzt gleich hier. Guck mal, wenn er mich flanken will. Ja, komm. Den holen wir uns jetzt einfach. Der kann da ja nicht viel machen. Nur so um die Lebenspunkte ein bisschen schade. Ja, ratter, ratter, wie gesagt, die Kappen da, das muss unterbinden. Ich mache dann direkt auch gleich einen Medic-Bunker. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, ob wir mit oder ohne Competitive spielen, wegen der Panzerfalle, weißt du? Du musst unten an der Küste. Achso. Nein, also den Punkt darfst du den Gegner niemals schenken. Das hat absolute Priorität vor allem anderen normalerweise. Vor allen Dingen so wie ich körper ist, sind sie nicht mal verbunden. Also Captain ist ja mit deinem Captain gerade eine gute Sache.
Ich mache das einfach nicht zu, sonst sieht das eine, ist das eine cheesy. Ja, das. Ich glaube, im Moment sind wir auch nicht in der Situation, dass man es Denk an brauchen das wird. Heal und das Headquarter vielleicht, das wäre Ist super. schon in Arbeit. Also ich mache hier normal zu mit Draht, den ich falsch lege. Ist jetzt zu? Da kommt der Jeep. Den Du musst halt unten gucken. Schlecht. Also ich kann mich jetzt auch selbst verteidigen, du kannst wahrscheinlich sogar mit einem Rennen runter. Also die beiden unteren Zehnerpunkte, die musst du auf jeden Fall irgendwie holen. Wie du das machst, ist mir egal. Da gehe ich runter. Ah, der bewegt sich wieder nicht. Hat der HQ mir denn schon ist ab, aber es hielt noch nicht, ist aber in Arbeit. Also wir haben die Mitte schon mal, das ist schon mal viel wert. Sehr gut. Ja, hier ist die Flanke okay. schon bei mir. Da habe ich jetzt halt nichts mehr da. Ist egal, ich bin da, ich bin da. Ja, da kommen halt jetzt mehrere Flanken offensichtlich. Und wie gesagt, wenn ich zurückkommen soll, muss das ja rechtzeitig. Ja, sage ich dir schon. Du hast jetzt hier einen Headquarter, da kann ich da auch healen und alles, das passt schon gut. Ich glaube, ich bin safe dabei. Oh, ich habe nicht hingeguckt, wenn dem Geber gejagt. Die Mine wurde, der wurde gefuckt, deswegen ist er da durch. Eine Sekunde zu spät geklickt, sag ja, meine Klickrate grenzwertig. Aber das heißt, wir haben jetzt die untere Map für uns, weißt du? Also, Ja. Ich hol dann gleich die Pack. Kannst du Armored Cars machen. Ja, ich brauche da nur noch einen Kran, der zurückgeht zum Bauen, aber ja. So, den hätten wir auch. Der legt ja bestimmt schon Minen da oben. Ist ja unangenehm. Der Mund. Da steht der Mann. Okay, das wird so nichts. Hast du einen Doktrinenwunsch? Verbrannte Erde im Zweifel immer, aber Luftfahrt geht auch, also was ja lieber ist. Ja, na gut, im Moment ist er noch nicht so dringend. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Da kommt eine Flanke oder so. Ja, wir haben auf jeden Fall alles, was wir brauchen. Wenn, wenn links da oben ist, dann ist mir das egal. Da war die Mine. Ich habe gewusst, da war eine Mine. Aber wenn es mal da oben kämpft, haben wir das Spiel gewonnen. Die Ressourcen sind unten. Ja. Kann er gerne so lange haben, wie er möchte, den Punkt. Das interessiert mich echt nicht. Mach keine Mund. Jetzt muss man gleich die OPs für uns spielen. Da kommt die Flanke. Da ist leider noch eine Flanke, jetzt müsstest du vielleicht doch den einen anderen mal hochbringen zu mir. Ja, schon auf dem Weg. Oh, ich tu nicht spielen, ich baue nichts, ich mach nichts. Oh je, wer war? Jetzt haben wir leider die Mitte verloren. Das ist übel Bin gewesen. Schon so. Ich hab das schon gleich. Denn am Castle lösen hier gleich eh alles Probleme. Auf die Granate mal aufpassen. Ich spiel zu langsam. Ich auch, aber das ist heute ganz furchtbar. Also noch langsamer als sonst. Ich kapp das, ich kapp das. Ne, brauchst du nicht, mein Kettengrad ist da. Der fährt mir gleich in die Basis mit dem M8 einfach. Du kannst deinen Volkster abziehen, der kann kämpfen, man kennt gerade das Downcapped. Kann gerade nicht steuern. ich brauche halt die Leichen, ich habe einen Bunker auch. Du capst schon, wie gesagt. Okay. Ja. Die Granaten, wie gesagt, aufpassen hier an der Front. Ja, nicht hinterhergehen, nicht hinterhergehen. Wir haben alle Ressourcen hier unten die Map wieder kappen. Ich kann das jetzt in der Mitte, wie gesagt, alleine halten. Die unten wieder kappen. Ja. Also unten ist halt Spielanschein, das dürfen wir auf gar keinen Fall abgeben. Und die Mitte halte ich jetzt einfach.
vergessen, Einheiten zu bauen, oder wie? BH hat auf jeden Fall die Nades getippt. Die wollen ja nicht Camping im Mid-Bunker, aber dann haben wir es dann Schwimmding hier. Nimm alles mit runter, alles was du hast, komplett. Auch nichts hier oben. Konzentriere dich nur auf unten. Ich habe das jetzt wirklich einigermaßen sicher, denke ich. So, erste Pack ist da, zweite Pack wird gebaut. Da ist der Jeep. Stehen. Und die Hosentasche und Kill. Wieder. Und wieder heilen. Wieder. Ja, ich kack Noob. Kann ja gleich nochmal Airbunker bauen. Stickies. Das wäre nett. Boah, ich habe auch Pius im Moment, kann ich ja so reparieren. Aber ich ziehe mal einen Repair-Bunker hier hoch, dann haben wir den schon mal stehen. Wie gesagt, wir machen nur unten und. Ach, ich brauche das ja alles nicht. Gehen wir keinen aus. Ja, ich komme jetzt mit der Armee nach vorne. Ich glaube, wir brauchen ja nicht mehr so viel Defense machen. Habt ihr, glaube ich, eine sehr gute Stellung inzwischen. Hast du Panzerabwehr in irgendeiner Form, weil der im 8. im 9. Ja, hier vorne, die Pack. Die müsste hier, genau, hier steht sie. Hier vorne, also mittig, ich habe alles immer mittig, ne? Du, wie gesagt, nur unten immer gucken. Ja. Oh, ich habe unendlich viele Ressourcen und mach nichts. Ich weiß auch nicht. Eine Pack oben, also schon T3. So. Ah, Repairbunker habe ich vergessen. Kannst du mal deine Pack in meine Richtung drin? Bleib mal hier stehen, ich repariere dich. Repairbunker geht auch gerade hoch. Da ist ja die Pack, nice. Also die steht hier oben, da bitte nicht hinfahren, wenn es geht. Ja, du kannst ja deine Pack trotzdem mal in meine Richtung aktivieren. Ja, dann müsst ihr eigentlich... Mach ich gleich, Sekunde. Fuck. Ne, der Pär macht das da, sorry. Ich hätte mich auch verfolgt. So, zurück in die Basis. Ich habe jetzt gleich mein Rennen umsonst. Kap wird auch alles. Mund. Wenn die Artillerie kommt, ist die nächste kritische Phase, denke ich. Ja, ich bin. Also ich bin Scorched Earth gegangen. Ja, auf jeden Fall Hummel, genau, um das zu kontern. Und meine Pack geht es mit nach unten. Mhm. Oh, da kommt die Brems. Reparatur ist fertig. Ne, danke. Hört uns.
es gar nicht. Er sagt, ich so, hä? Ach, du brauchst den Mund dafür, okay. Ding hier gefunden. Hier ist, passiert irgendwie nichts bei mir in der Mitte. Die laufen ab mal ins MG, ja. Reparatur ist durch. Ah, die haben Mortar geholt. Hier vielleicht nicht so clever aufgestellt. Ich hab Ressourcen über und weiß nicht, was ich machen soll. Läuft so gut. Ja, und weiß es auch gerade nicht so genau. Im Zweifel legen wir ihn. Schade. Vielleicht ein Grenn umsonst. Da ist der Grenn. Ich brauche einfach nochmal einen Bunker. Ich höre die Artillerie schießen. Und bei mir unten. Okay, aber okay. Laufen. Ja, da kommt die Infanterieflanke da links. Da kommt eine Paxi runtergefahren, Vorsicht. Ich muss mich zurückziehen. Ich sage, da unten kommt eine Paxi hingerollt, da würde ich eh nicht hin. Ja. Ist nicht der beste Augenblick, jetzt da zu sein. Da war doch gerade eine Flanke, sind die nicht eingebildet, oder? Ich dachte es eigentlich auch. Also wir haben alles, was wir brauchen. Ich muss noch keine Doktrin wählen, gar nichts. Ich habe irgendwie nichts zu tun im Moment. Schlimm wird es ja, wenn er einen Sniper macht. Da habe ich noch keine Antwort und das Micro kriege ich heute nicht hin dafür. Ja, aber ich bin tatsächlich auch zeitnah die Panda holen. Das war eine gute Sniper-Counter, hast du nicht ganz unrecht, aber da musst du schon ein bisschen tricksen, der muss sichtbar werden dafür. Nein, das meine ich nicht, aber ich meine, der Sniper ist dann nicht mehr ganz so gefährlich. Zweiter Repair-Bunker geht hoch. Da laufen sie alle. Da werden Minen gelegt, Vorsicht. Ja, ich muss wieder runter. Räumen die mal? Schade. Ressourcen. Wird gemassert. Ja, danke. Naja, also ich kann die Panda jetzt holen. Ja, gehen wir noch klappen, wenn er das nicht will. Nein, ich habe keine AC mehr. Mine war nicht fertig, okay. Der Smiler. Ach, der ist bei mir oben gewesen, genau. Wie gesagt, du musst nur unten gucken, ne? Wir brauchen T4 für die Ressourcen. Ja, ja, ja. Ich tag jetzt einfach mal hoch und T4, ich habe irgendwie nichts zu tun sonst. Ich könnte auch einen Countermörser machen, ich bin nur so faul und befüttert halt meinen Bunker, wenn die Medics nicht gerade sterben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was haben wir denn hier? Ja, ich gehe einfach straight T4 jetzt. Machen wir Panzer 4 oder so. Hat mir das ja. Also die sind ruhig unten auf jeden Fall den Treibstoff, obwohl ich noch einen guten Vorrat habe. Oh, die mortern jetzt richtig hier. So, eventuell muss ich dann doch mal anfangen, Counter-Mortar zu spielen. Ist da eine Pack in der Mitte? Du brauchst eine Pack? Nee, ist da eine in der Mitte? Würde ich auf jeden Fall vermuten, es sei denn, es ist eben ausgeschaltet. Nee.
rein darf. Nicht zu aggressiv reingehen, ne? Das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, ich geh schon mal. Oh. Ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich komme mit der Reparatur schon. Da sind zwei Packs in der Mitte jetzt vom Gegner. Jetzt kommt die große Flanke. Ja, ich muss mich auf unten konzentrieren. Ich sag ja, niemals so reingehen. Wir müssen nur verteidigen. Und wir verlieren halt unten, wie gesagt. Unten ist halt der Key eigentlich. Ja. Aber das ist wirklich zu wichtig. Ah, ich hätte jetzt noch einen Mortar gefunden, okay. Nicht aufgepasst. Ich würde hier vier nehmen. Aber da gab es eine Frucht da oben. So, Pack ist weg. Oh ja, ja, danke. Jetzt kurz. Also bitte nie wieder so Selbstmordaktionen machen mit dem Reinfahren, ne? Mhm. Das ist wirklich zu teuer für uns. Und klicken. Guck nicht hin! Passt. Also mal mit 100% nach unten, wenn es irgend geht. Ja. Kannst du Not unten nochmal gleich aushelfen. Moment, soll's gehen. Da kommt der Feind. Der Mine auf meiner Straße? Tatsache. Dann gehe ich da nochmal rein. Ich habe einen Grenn bekommen, jawohl. Die Welt ist gerettet. Ist das mein Sniper? Nee, unwahrscheinlich, ne? Ping mal, wo der ist. Da ist er. Glück kann ich in die Aufnahme. Nee, ich will da nicht hin. Lass mal, ich habe den Mortar drauf ausgerichtet. Okay. Ich mach jetzt gleich meinen T4. Sind zwei Messer. Zwei Sniper. Ja. Hier und hier. Ich weiß schon, das ist halt Late Game. Wenn er erst verzweifelt ist, dann kann er so nur so spielen. Ja. Ja, jetzt sind wir halt am Arsch. Erstmal eine Zeit lang. Ich stelle da keine Einheit mehr, ich lade irgendwie Ressourcen wie dumm. Boah, also. Theoretisch könntest du auch deine 2 MGs, selbst wenn die sterben, durch Bombe ersetzen, wenn du die Ressourcen hast. Ja, Spaß wie mal die Popcap. Ach immer, wer die spielen kann, muss halt Sniper machen. Naja, das wird uns halt das Spiel verlieren, wenn wir nicht kontern. Und das ist halt sehr wahrscheinlich. Ich hab so gleich eine Witze. Also Zeit noch. Wenn ich irgendwie zu Anfang komme, habe ich noch. Ich komme da nicht rein, glaube ich. Ja, dann sind wir noch Command Points. Das ist so. In die Base schießen, wenn die Hummel da ist. Der ist sich gerade am Zurückziehen. Kannst beide Sniper gucken. Ja, nicht mehr fehlen Command Points. Dann ich muss ich irgendwie Punkte machen. Ich mache jetzt Panzer, dann ist es auch nicht so schlimm mit dem Sniper. Mhm. Dieses Micro hätte ich Ressourcen wie 10-mal zu töten, aber ich habe halt kein Micro. Nicht existent quasi. Ja. Panzerschreck, du. Da kommt jetzt gleich auch die Artillerie von denen, wenn ich gerade schon schieße. Und wenn du es nicht bist, haben die gerade eine Artillerie geschossen, ne? Ne, ich bin es nicht. Ja, die schießen eine Artillerie auf meinem Bunker.
Pummel rollt aufs Zelt. Auf die Sniper bitte mit Priorität oder auf die 105, falls sie in Reichweite ist. Die stehen da hinten, da werde ich erstmal nicht drankommen. Die Sniper musst du mir pingen, ich weiß nicht, was ich... Ah, ich sehe an. Hier vorne sind die gerade, die ziehen sich jetzt jeden Moment zurück. Hast du zwei Hummel? Nee, noch nicht. Der zieht sich, ziehen sich jetzt zurück. Go, 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 go. Das ist der Punkt. Hier musst du hinschießen, dann hat er verloren. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Hat der Spieler verloren, wenn er jetzt da hinschießt. Ich kann halt aber trotzdem nicht. Weil der Sniper hat meine Infanterie, die ist jedes Mal, wenn er kommt, wieder tot, ne? Ja, klar. Das ist brutal wichtig, dass das irgendwann mal so. Kannst du vielleicht Terror gehen, dann kannst du die in die Hütze ziehen und dann kann ich hochschießen. Ja, kann ich gerne machen. Aber spiel ich nicht bitte Scheiße. Okay, ich tue die gleichen Rückzug zwingen. Aber dann geh schon mal Position. Guck, dass die Reichweite stimmt, guck, dass die eingestellt sind, guck bitte alles nach. Weil ich habe nicht Ressourcen, um das zu vergeuden jedes Mal, ne? Kommt Kolibi. Den Mortar bekommen. Runde läuft wieder richtig gut. Ich habe jetzt einen Ostwind auf dem Feld. Mhm. Wo ist die Adria? Ach, da hinten, ich sehe es gerade. Du kannst hier unten hingehen, dann kann ich dir eine V1 draufhauen eventuell. Ich muss aber erst linksen. Also noch geht's nicht. Die Bombe ist halt jetzt nicht Steinzeit. Also wenn du jemals auf die Sniper willst, musst du tatsächlich eine andere Position einnehmen. Ne? Denn du hummelst ja gerade nach unten, du musst nach oben fahren. Ja, also du fährst genau in die falsche Richtung, wenn das jemals funktionieren soll. Aber die Bomben sind einfach nur die Steinzeit, ne? Also die Sniper tot sind, können wir aggressiv wieder spielen. Ich komme so in ihre Base, so wie meine Hummel steht. Also wenn es die richtige Base ist. Hast du aufgestellt und alles? Aber nicht hinter gegen das Haus schießen, nicht gegen das Haus schießen, bitte. Wenn ich die Sniper tauchen jetzt gleich hier hinschießen muss, dann reicht das ja. Du musst aber dahin schießen. Ach so, okay. Ja, die Sniper sind jetzt schon wieder da. Ich tue dir jetzt gleich einen Rückzug zwingen. Ja, mach. Also ich muss jetzt warten, natürlich, bis ich einmal geschossen habe. Ich muss da einen Mann für opfern. Oh. Der will sich entweder die Wehrmacht opfern hier. Ach, ich kriege den ganzen Block rein, scheiß drauf. Also halt dich auf jeden Fall bereit. Hab's auf dem Shortkey, alles, ne? Ja, hab ich. Da sind sie. Moment. Den zurück. Go, go. Schieß, schieß, schieß. Jetzt. Sofort. Wir sind im Rückzug. Ja, ist befohlen. Und sag mir, ob du die gekillt hast. Ich brauche die Info. Das sieht nicht danach aus. Wie nah? Das war so teuer. Wie kann sie die nicht getötet haben? Hast du nur einen Hummel? Ich hab zwei. Wir beide daneben geschossen. Ich bring die zweite hin. Du hast nur eine eingesetzt dafür. Du machst mich fertig, ja, ne? Ja, die ist zu langsam. Ich kann nur noch betonen, dass das absolut spielentscheidend ist. Ich weiß nicht, was die zweite gemacht hat, aber setz sie bitte für die spielentscheidenden Sachen ein. Jetzt bin ich halt wieder komplett im Rückzug mit allem. Ui, das tut jetzt richtig weh. Ich weiß, also ich habe keine Mund mehr, ich kann mir das nicht nochmal leisten. Schieß einfach in die Sniper, das nächste Mal sieh ich so rein und hoffe auf Glück jetzt. Mhm. Unsere beste Chance haben wir leider vertan. Ich muss mal gucken, ob wir das irgendwie so hinkriegen. Es sieht ja gut aus, wir sind ja am Gewinnen. Aber so Key-Moves müssen wir auf jeden Fall, da muss man alles für aufsetzen. Da kann man nicht einfach sagen, mach mal so ein bisschen mal nebenbei. So, ich habe jetzt gleich einen Königstiger. Oh, Maiko GG. Will ich einer, ey. Jetzt kommen wir im Zehns lang gefahren. Wahrscheinlich bräuchte ich zwischendurch mal Hilfe. Ich richte doch die Sniper.
Ich habe, glaube ich, zu viele Baustellen gerade. Ich kann mich nicht mehr um alles kümmern. Oh, scheiße, da geht die Atri runter. Also die Sniper oder die Atri in den Lauf. Also die Sniper oder die Atri. Eins von beiden muss sterben. Wir können nicht gegen beides jetzt verlieren. Ich schieß gerade auf die Sniper. Wird so gemassakert hier. Ich glaube, ich habe 99% meiner Verluste durch die Artillerie derzeit. Für die Artillerie muss ich halt die Haubitzen umstellen, da kann ich halt nicht mehr auf die Sniper schießen. Ja, aber die kommen ja gleich in die Mitte, das geht schon. Also wenn ich dir unten hinstellst und die Artillerie schießt hier, das ist schon viel wert, ja? Das reicht völlig aus für unseren Zweck erstmal. Die Sniper kommen in dieselbe Reichweite jetzt, sie tun ja nicht mehr in die Basis zwingen, wir haben ja keinen Mund dafür. Aber das geht schon. Also setz dich einfach nach unten damit. Bin auf dem Weg. Wenn du mal einen Schuss hast, hier oben kappt gerade einer, kannst du gucken mit 100%. Ne, die haben gerade geschossen. Okay. Weil du musst auf jeden Fall die Ziele sehr ordentlich picken, ne? Das ist der absolut spielentscheidende Faktor bei Panzerelite. Ja. Ich sag gleich, kommt der Königstiger. Und dann haben wir die Sache eigentlich auch geklärt, denke ich. Ich hab noch den Mortar hier gehabt. Ah, die smoken die Gegner, die kommen jetzt in die Mitte. Mhm. Liegen überall Waffen drin. Ja, da war der LMG. Ich bin mal kurz runtergefahren. Sniper sind oben. Ah, verklickt, jetzt kriege ich einen Funk. Ich komme nicht dran. Ja, der ist tot. Königssieger kommt. Ja, ja, da ist ein Mortar. Nicht hinterher, nicht zurückfahren. Also, du kannst jetzt unmöglich zurückfahren und sagen, du wirst die Sniper noch. Die sind natürlich schon 10 Kilometer weg jetzt. Ne? Das geht unmöglich. Ja, das war ein Missklick. Die und immer wenn du beide nicht machen sollen, die hätten sich eigentlich nicht bewegen sollen. Immer wenn du schießen willst, musst du auch die Stellung machen, damit die halt schneller schießen und weiter schießen. Ne? Also du musst die, guck mal, die sind, glaube ich, nicht festgelockt, oder? Und zeig das bei mir nicht an. Nee, wie gesagt, die hätten eigentlich nicht fahren sollen. Da muss ich mich zwischendrin mal verkippt haben. Okay. Nee, weil die jetzt schießen, ohne festgelockt zu sein. Das hat ja nichts mit Fahren zu tun. Ja, normalerweise sind die festgelockt. Er schießt uns in die Steinzeit. Aber hast du die, kannst du die mal kaputt machen immer noch? Also die Artillerie. Du hast ja mit der Hummel, musst nur drauf schießen, die ist doch stationär. Die kann ja nicht davonlaufen, weißt du? Ja. Weil die ist ja schon eine halbe Stunde am Schießen. Das wird gleich richtig schmerzen. Tut schon weh. Die M10 stehen bei meinem Hummel. Ah, die haben jetzt weniger Sorgen, da haben die nicht so viel von. Ach, da unten sind die. Ach doch, was, ich hab da eine Pack. Ich dachte, du meintest halt, dass da oben gleich welche kommen. Da haben die oben halt eine Pack erobert. Und die Sniper sind schon wieder da, also das ist so ein Schneeball hier gerade. Los, Sniper fahren in die Basis zurück, oder ist da kein Schuss, oder? Da verliere ich die Hunde vorne. Ich fahre nur links und rechts hier, das kann doch nicht sein. Ach, machen wir mal kaputt, dann kommt der halt neu. Egal, wir haben jetzt einen Königssieger an der Front. Wir haben gleich gewonnen, also trotzdem. Also, das, also der Hummel, die müssen irgendwann mal irgendwas Sinnvolles machen, sorry, dass ich das so sage, ja? Ja. Das ist ein bisschen frustrierend mit dem Teil, dass sie nichts tun. Ja, tatsächlich ist es aber da, wo sie gerade standen, komme ich nicht an die Artillerie, da müsste ich noch weiter an die Front. Hast du mal diesen Schuss gemacht? Also, ich muss es nochmal stark betonen: die können weiterschießen, wenn du die. Ja, weiß ich, die sind normalerweise festgelockt, die sind gerade beweglich, weil die sind da. Ja. Vorsicht, ach, das ist meiner. Die haben halt jetzt drei Artillerie-Schütze, die ohne Pause auf uns ballern.
Das wird nicht mehr witziger, das Spiel dadurch. Und die Sniper kommen gleich auch wieder. Also alle tot, die Panzer fallen, sehr witzig. Oh, Scheiße. Ja, die Sniper, die machen mir ja gleich das Leben zur Hölle hier. Und das snipen sie wieder. Oh, jetzt kommt ein Ranger. Zitternde. Ich hab jetzt hier oben ein Panzerproblem. Hier, muss man schnell dahin. Ich bin schon auf dem Weg. Panzer, hier sind jetzt alle tot. Ich hab leider den Pack. Oh, Scheiße, Mann. Nichts funktioniert hier. Ich bin auch in den Pappe fahren. Einfach wegfahren. Mein Panzer ist tot. Ist halt Pech gewesen. Bin zu tief reingegangen. Ich habe keinen Infanterie-Support mitgeschickt. Ist halt tot. Wir gewinnen halt durch 13 Siegpunkte noch. Also, wenn du unten den dringend hältst und ich halte den in der Mitte, dann haben wir das Spiel gewonnen. Und danach machen wir einen Lehrgang, den man Hummel einsetzt. Also, ja, also das war eigentlich sehr easy alles gekontert, was sie hatten. Die eine Haubitze ist tot. Ja, okay, sehr schön. Wie gesagt, nur Siegpunkte jetzt und dann hat sich die Geschichte. Ich habe leider nichts zum Kappen in der Mitte gerade. Ich bin auch gerade im Rückzug. Wo sind die Sniper? Oben. Ah, kannst ja mal einen Glücksschuss abgeben. Wie gesagt, unten, ne? Du hältst unten, ich halt Mitte. Ich mache jetzt Mitte Kappen wieder. Verbrannte Erde, nice. Also mit der Artillerie schießen die uns ja die ganze Zeit down. Also wir müssen das jetzt, wie gesagt, schon nach Hause bringen mit den Siegpunkten. Hast du geschossen mit der Artillerie? Ich brauche mal einen Sniper Update geschossen. Sie sind im Rückzug, sie sind im Rückzug. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir das jetzt. Ich kappe nämlich jetzt die Mitte. Kannst du oben noch schnell kappen gehen? Marco fehlt. Also das heißt dann nein oder so? Ja. Okay. Ja, wir haben das jetzt in der Tasche. Ah, bist recht hinterher. Wann hast du erwischt, die Sniper? Nee, einer lebt noch. Die leben beide noch. Das löse ich jetzt. Komm mal ein Stück beiseite. Kann nicht. Du hast keine Ketten mehr, okay. Du hast jetzt oder so gestorben, ich war das nicht. Ja, stirbst du, dummer Sniper? Hat der ein Glück. Du hast beide überlebt, ne? Ist rum. Ist das eine doofe Runde gewesen? Ne, nichts wie ungut, aber das mit den Hummeln, ich habe halt fest gerechnet, dass wir die Sniper kontern, dass ich die Munden wegschmeiße. Oder die Haubitzen, weißt du? Und beides haut mir die ganze Zeit tot. Ja. Kann ich nicht gegen argumentieren. Aber der Plan war auf jeden Fall, also generell klappt das schon ganz gut. Ich glaube, du hättest wirklich nur beide Obitzen aufstellen müssen und dann eben, diese Ability da, dieses weiße Kreis-Dingy. Dann hättest du die auf jeden Fall getötet. Eigentlich sind die 100% tot, wenn sie sich zurückziehen. Ja, wie gesagt, also, wenn du in Replay guckst, die haben zu 99% haben die gelockdownt geschossen. Du hast minus 130 Punkte Fahrzeuge. Was? Du hast 12 Fahrzeuge von dir. Was hast du gemacht? Ja, wahrscheinlich mal eine Kettenkratz. Das könnte sein. Hm. Ja gut, und die drei ACs, die da gerade noch zum Schluss reingefahren sind. Aber wieso ist das denn Minuspunkte? Verliert man Punkte, wenn man Fahrzeuge verliert? Das wusste ich gar nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn sie nichts erreichen vorher. Aber von den Punkten hast du ja gut gespielt anscheinend, ne? Bist ja gut dabei. Naja, die Haubitzen haben auch Sachen getötet. Halt die falschen, aber sie haben Sachen getötet. Sehr gut.